Hallo Leute, ich habe ja manchmal so Situationen, wo man sich denkt, in der parlamentarischen Arbeit kannst du in jeder Legislaturperiode wieder von vorne anfangen. Und das ist heute wieder so ein Tag, wo ich den Eindruck hatte. Ich komme gerade aus einer Anhörung des Unterausschusses Zivile Krisenprävention zum Thema unbewaffnetes ziviles Peacekeeping. Und dieses Thema dürfte den Beteiligten und auch den Ministerien nicht ganz neu sein, denn der Unterausschuss hat sich schon am 14. März 2016 das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Es hat in der Zeit auch Anträge gegeben, unter anderem von der Linksfraktion zum zivilen unbewaffneten Peacekeeping. Und die Bundesregierung hat dieses Instrument sogar in ihre Leitlinien übernommen, in ihre Leitlinien zum Krisenhandeln. Da steht nämlich, die Bundesregierung unterstützt die Weiterentwicklung ziviler Ansätze im Rahmen des R2P-Konzepts und der Reform der VN-Architektur zur Friedensförderung, wie sie vom High-Level Independent Panel on United Nations Peace Operations gefordert werden. Dabei fördert sie insbesondere ziviles Peacekeeping als erprobte Methodik, um Menschen vor Gewalt und schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Und genau darüber wollten wir heute auch von der Bundesregierung Auskunft erhalten, was sie denn in den 2 Jahren, seitdem sie diese Leitlinien beschlossen und veröffentlicht hat, getan hat, um genau diese Förderung, die sie ja insbesondere leisten wollte, zu machen. Und ich musste feststellen, dass die Vertreter des Auswärtigen Amtes nicht einmal ansatzweise über das Thema gesprochen haben. In 7 Minuten Vortrag hat uns der Vertreter des Auswärtigen Amtes allen Ernstes über alles Mögliche, was die Bundesregierung tut, referiert. Unter anderem über VN-Blauhelm-Missionen, über einen vernetzten Ansatz, über Polizeimissionen, über die Entsendung ziviler Fachkräfte zur Sicherheitssektorreform, über zivile GSVP-Missionen der Europäischen Union und so weiter und so fort. Aber als ich ihn dann bei 6:30 unterbrochen habe und gefragt habe, ob er da was zum Thema zu sagen hatte, hat er noch 1 Minute drangehängt, wo er wieder nichts zum unbewaffneten zivilen Peacekeeping gesagt hat. Das zeigt für mich eins ganz klar: Auch wenn die Bundesregierung sich in schönen Worten in ihren Leitlinien dazu bekennt, dass sie dieses Instrument insbesondere fördern will, hat sie 2 Jahre lang ins Land verstreichen lassen, ohne irgendetwas in diese Richtung zu unternehmen. Und das ist umso erstaunlicher und umso bedauerlicher, als ja die Bundesregierung immer diese R2P, also diese Responsibility to Protect, im Munde führt, vor allem wenn es darum geht, Militäreinsätze zu begründen und wieder ein erneutes Bundeswehrmandat durch den Bundestag zu peitschen. Und darum geht es nämlich genau bei zivilem Peacekeeping nicht. Ziviles Peacekeeping geht von der Grundlage aus, dass der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten in Kriegs- und Gewaltsituationen am allerbesten durch gut ausgebildete zivile Fachkräfte geleistet werden kann, durch engagierte Freiwillige, die eben in diesem Konflikt ohne Waffen und ohne Uniform eine andere Art und Weise verkörpern, die man Sicherheit herstellen kann. Und es gibt damit bereits gute Erfahrungen, zum Beispiel in Bougainville, zum Beispiel im Südsudan, in den Philippinen, aber auch was Peace Brigades International seit vielen, vielen Jahren machen, im Schutz von Menschenrechtsverteidigern, von Aktivistinnen und Aktivisten, von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, beispielsweise in den Ländern Lateinamerikas. Einzig und allein der Vertreter des Entwicklungshilfeministeriums, also des BMZ, das seit Jahren schon im Rahmen des zivilen Friedensdienstes genau diese Peace Brigades International fördert, wo derzeit 16 Menschen im Einsatz sind, um individuell eben betroffene und bedrohte Menschen zu begleiten und zu betreuen. Der wusste so ansatzweise, worum es ging. Das Auswärtige Amt war absolut blank.
Und das empört mich wirklich. Also, man kann ja keine Ahnung vom Thema haben. Aber dann schreibt man doch sowas auch nicht in Leitlinien. Und vor allem redet man da nicht über tausend andere Sachen, sondern man sagt, tut mir leid, wir haben das jetzt 2 Jahre lang vergessen, vernachlässigt. Schön, dass Ihr Parlament uns jetzt daran erinnert. Wir hören mal hin, was wir denn so machen können. Und das ist im Übrigen auch, das war ja eine öffentliche Anhörung, das ist im Übrigen auch den ganzen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen aufgefallen, dass das Auswärtige Amt an dieser Stelle völlig blank war und keine Interesse hatte, das, was sie selber aufgeschrieben haben, auch nur ansatzweise umzusetzen. Mich empört es ganz besonders, wenn man weiß, dass der Einsatz von Soldatinnen und Soldaten in UN-Missionen, also von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten in Militärmissionen der Vereinten Nationen, der immer häufiger begründet wird, eben genau mit dieser Schutzverantwortung gegenüber Zivilistinnen und Zivilisten. Der kostet pro Mann oder Frau und Jahr irgendwas zwischen 1,8 und 2 Millionen Euro. Der Einsatz unbewaffneter ziviler Peacekeeper kostet maximal 50.000 Euro pro Person. Und in einer besonders gefährlichen Situation, als nämlich im Südsudan nach der Unabhängigkeit vom Sudan unter den unterschiedlichen Milizen wieder Konflikte auftauchten und es schnell zu einem blutigen Bürgerkrieg eskalierten, da waren es nicht etwa die offiziellen UN-Missionen und es waren nicht etwa die Soldatinnen und Soldaten, die zuerst es mitgekriegt haben, zuerst reagiert haben, sondern das waren die wenigen unbewaffneten Peacekeeperinnen und Peacekeeper der Nonviolent Peace Force, die mit einer etwa 120 personenstarken Gruppe auf Einladung verschiedener lokaler Organisationen damals im Südsudan waren. Und inzwischen hat es sogar die UN anerkannt und verschiedenen Berichten, insbesondere wo es um den Schutz von Frauen und Kindern geht, festgehalten, dass das ein wichtiges und wirksames Instrument ist, wenn es um den Schutz der Zivilbevölkerung geht. Warum bitte nimmt die Bundesregierung das überhaupt nicht zur Kenntnis? Mir erklärt sich das nur so. Die Bundesregierung hat kein Interesse daran, Alternativen zu Militäreinsätzen zu entwickeln. Sie hat kein Interesse daran, dass die Leute verstehen, dass eben der Schutz der Zivilbevölkerung sehr viel besser durch unbewaffnete und nicht uniformierte, aber gut ausgebildete und hochmotivierte Zivilistinnen und Zivilisten geleistet werden kann. Weil dann müsste sie nämlich ihr ganzes Konzept dieser inzwischen nahezu entgrenzten Militäreinsätze, müsste sie in Frage stellen. Sie müsste auch ihr Konzept in Frage stellen, dass sie alle möglichen dubiosen Herrscher unterstützt, indem sie ihnen Mittel und Material und Ausbildung für ihre sogenannten Sicherheitskräfte, also für Polizei und Militär, gewährt, mit dem die dann wieder die eigene Bevölkerung unterdrücken, wenn es zu Konflikten kommt. Und genau das verfolgt diese Bundesregierung in ihrer offiziellen Politik. Und da ist sie sich nicht zu schade, dem Parlament gegenüber in einer öffentlichen Anhörung genau das zu dokumentieren. Und das regt mich wirklich auf und ich wollte einfach mal diese Aufregung mit euch teilen. Und ich glaube, dass es nicht nur ein Erkenntnisproblem ist, sondern es ist wirklich ein Problem des politischen Willens. Sie wollen das nicht. Aber dann müssen wir das einfach umso mehr wollen. Und wir müssen noch mehr dafür werben, dass Krieg keine Lösung ist, dass Gewalt keine Lösung ist, dass Militär in der Regel keine Lösung ist für Konflikte, sondern dass die Konflikte an den Ursachen gelöst werden müssen von den Menschen, die sie betreffen. Und dass es notwendig ist, dass wir alles dafür tun, dass Zivilistinnen und Zivilisten vor Gewalt geschützt werden, ohne dass wir selber Gewalt ausüben. Denn sonst gibt es keinen Ausweg aus dem Kreislauf der Gewalt und sonst führt immer wieder Gewalt zu Gegengewalt, zu Radikalisierung und zu neuen Konflikten. Und deswegen bin ich so sauer auf diese Bundesregierung, die eigentlich wissen müsste, worüber wir reden, aber einfach über andere Dinge spricht. Das wollte ich mal heute mit euch teilen.